ein freundliches Hallo aus dem sonnigen Garten. Heute mal ein kurzes Video. Ich habe wieder ein bisschen was gebastelt für den Flexfire. Und wen es interessiert, der bleibt wie üblich dran. Und wen es nicht interessiert, naja gut, der schaltet halt wieder aus und macht was anderes. Der Flexfire ist ja bekannt. So, damit habe ich jetzt das letzte Mal Würstchen gegrillt. Alles wunderbar, nur ist mir halt passiert, dass von der Seite die Würstchen sind dann halt runter in den Dreck gerollt, wo ich die gewendet habe. Und da habe ich mir jetzt was überlegt, dass mir das nicht mehr passiert. Und ich habe gleichzeitig noch die Möglichkeit, Schaschlikspieße vernünftig zu machen und dass man die dann auch schön drehen und wenden kann, dass es von allen Seiten schön durch ist und die Würstchen von allen Seiten schön braun. So, das sind zwei Teile, die ich mir aus Edelstahl geflext habe. Und funktioniert wie folgt. Das stecken wir einmal hier dran. Einmal hier dran. Und dann kann man vier Schaschlikspieße drauf tun oder halt Würstchen darauf aufspießen. Und ich kann das hier wunderbar drehen. Und ich habe nicht die Gefahr, dass mir die Würstchen, die dann hier am Rand sind, in Dreck kullern beim Wenden. Ja, das ist eigentlich alles, was ich jetzt noch mal vorstellen wollte. Eine Zeichnung am Ende des Videos mit den Maßen und wie man das Ding jetzt hier festmacht, zeige ich euch jetzt. So, ihr geht hin und steckt das praktisch hier hinter. Da, Moment. Hier. Da. Hinter. Sieht dann aus wie folgt. So, und das ist also auch so eng gehalten hier, der ausgeflexte Schlitz, dass euch das auch nicht umfallen kann. Ein bisschen wackelt es schon. Ja, ein bisschen wackelt das zwar, aber das ist nicht weiter tragisch. Da fällt euch also auch nichts hin. Von der Seite sieht es dann so aus. So, das ist also einfach nur dahinter gesteckt. Gut. So, das war's dann diesmal mit dem Video. Ich hoffe, für den einen oder anderen ist das eine Anregung, dass er es nachmacht. Also zum Grillen und so weiter werde ich das also jetzt immer mit dabei haben. Dann fallen mir die Würstchen auch nicht mehr in den Dreck. So, dann wünsche ich euch noch eine schöne Zeit. Beim nächsten Video sehen wir uns dann wieder. Macht's gut, bleibt gesund. Tschüss.